Nadja Abd el-Farrakh, wie viel muss man in sich tragen? Am 5. März 2023 feierte Nadja Abd el-Farrakh ihren 58. Geburtstag. Ein Grund zur Freude. Eigentlich. Sie nutzte den Ehrentag, um nach langem Schweigen die Stille auf ihrem Social-Media-Account zu brechen. Auf Instagram meldete sich Nadja bei ihren FollowerInnen mit einem Foto zurück, das sie mit einem unbekannten jungen Mann zeigte. Dazu schrieb sie die vielsagenden Zeilen Memories 2022. In den Kommentaren erklärte die Ex von Dieter Bohlen, 69, dass der Unbekannte noch Single sei. Ein locker leichtes Posting, das sie jedoch löschte und mit einem komplett schwarzen Bild ersetzte. Samt gepfefferten Zeilen: Leider ist es nicht mal mehr möglich, einen Geburtstagspost zu veröffentlichen, ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fake-Account belästigt zu werden. Wie viel Frustration muss man in sich tragen, um so zu sein, Sick? Fragte sie sich und betonte, manche Menschen sollten sich mal um ihr eigenes Leben kümmern. Insbesondere dann, wenn man so viel Dreck am Stecken hat, wie die Dame mit dem Fake-Account. Demnächst mehr, Sick? Was Nadja meint und um wen es sich genau handelt, klärt sie noch nicht auf. Doch die Wut, die aus ihrem Text schießt, ist spürbar. Ein Fan spricht ihr jetzt Mut zu und schreibt: Lass dich nicht unterkriegen, Nadja. Es gibt immer Idioten. Es gibt auch Menschen, die dir gerne folgen, Sick? Anführungszeichen. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Promi-News der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen: Instagram.com. Pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu s-atât.